keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Das 97er Crit gerade übrigens, Kinder. Ich kann taunten, guck mal. Zack. Aha, kann ich auch. Oh, jetzt rennt er weg. Oh, bleib doch hier. Wir wollen doch noch spielen. Oh nein, ich wollte doch looten. Was ist denn verkehrt mit euch Viechern? Ich will doch nur looten. Ich war sogar letzten Dezember auf einen glutenfreien Weihnachtsmarkt. Okay. Der war komplett glutenfrei. Es war zwar nicht groß oder so, es waren halt so, keine Ahnung, 10, 15 Stände oder so, halt nicht viel, wie gesagt. Aber es war halt geil, so, weil ich konnte einfach an jeden Stand gehen und alles mir holen, was es gab. Und konnte sicher sein, dass es glutenfrei ist. Fand ich super. Mir was an dem Skelett machen? Kann ich das, ich kann es irgendwie nicht anklicken. Nee, müssen wir nicht. You are too far away. Ich hab nicht mal ein Dings. Hätte ich eine Quest abgeben müssen? Hast du die Schildkröte abgegeben? Nee, hab ich nicht. Wo muss ich die abgeben? Hilf mir mal eben. Ich sterbe gleich. Kannst du spotten? Ja, Moment. Der eilt sich eh voll, das Arschloch. Kann ich mich nämlich mal kurz halten? Alter, was ist dein Problem mit mir? Ich bin getauntet, mit Drecksack. Ja, ich hab mich nur geheilt. Der Heal-Spell war noch nicht mal durch. Jetzt hat er einen Shield-Bash gekriegt. Oh, jetzt haut er ab. Ja, hätte ich die Schildkrötenquest vorher abgeben müssen? Kannst anklicken, weiß ich hier nicht. Hinten. Ich kann hier nichts anklicken. Ja, hättest du wahrscheinlich die Schildkrötenquest abgeben müssen. Das war doch bei dem Steg da, also bei Oberdin. Ihr müsst mir sowas sagen, bitte. Ja, wir warten dann mal, ne? Oh, was war das? Lesser Healing Potion? Oh Gott, habe ich viele Muscheln in meinem Inventar. Kannst du aufmachen? Ja, jede Menge Muschelfleisch. Ich habe ein Kochrezept gefunden. Eine Perle, ich habe eine Perle. Ist wahrscheinlich eh nichts wert, ne? Habe ich beim Händler verkauft. Ein Ledergürtel habe ich mit 19. Achso, den hatte ich ja getauscht, stimmt. Brauchst du einen Gürtel mit 19 Rüstung? Nee, ich habe einen mit 38 und 2 Intelligenz. In der Quest. Ja, stimmt, das war auch meiner. Oh, auch eine Perle. Nur Chin nicht. Nee. Kann man ja irgendwie drauf? Auf den toten Kadaver. Der tote Kadaver? Ja. Das ist auch lebendige Kadaver. Hier vorne ist übrigens die Abgabe von der Bassbox. Wo? Hört mal auf, ey. Wartet mal. Wahrscheinlich muss Chin da auch noch abgeben, ne? Ja. Weil er hat ja die Quest vergessen, in der Stadt abzugeben. Na, er kommt, glaube ich, schon wieder ran, oder? Was? Nein. Okay. Ich dachte, er wäre schon wieder auf dem Weg zurück. Don't meet the requirements for that quest. Oh. Moonstalker Fangs. Na, das sind wahrscheinlich hier im Wald irgendwo, ne? Konntest du die jetzt annehmen? Ja. Ah ne, you don't meet the requirement. Hä? Hab ich hier im Questlog? Nö. Vielleicht höherstufig? Vermutlich, ja. Na gut. Erinnert mich so ein bisschen an die Nessingberry Kill Quests aus. Ne? Wo waren sie nochmal? Nagrand, glaube ich, ne? Ja. Was? Erstmal waren sie in Strangathorn. Stimmt, da waren die auch. Oh, da kommen wir ja auch noch hin dann. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist, das Gebiet. Schlingendorntal, ja. Okay. Die gaben auch massig EP, meine ich. Oh damals. Ja. Richtig gut. Ja, und jetzt? Kurz warten. Mal. Ja, wir warten hier. Wir haben hier vorne im Inland noch eine Quest zu machen. Mit dem Bären. Ja, wir haben noch eine Menge Quests, ne? Ja, ich gucke nur, was in der Nähe ist. Go in peace, sagt sie. Hätte ich eine Folgequest kriegen müssen? Nee. Nee, das ist, wir konnten das Ding looten
und haben dadurch die Quest, das Ding abzugeben. Ah, okay, verstehe. Diese Krabbenviecher sind echt nicht leicht. Und nur die eine, weil ich habe hier irgendwie noch andere in Danassos abzugeben. Achso. Und noch eine hier in die Bassbox, aber das war bei euch, ne? Ja. Das war hier oben, versteht. Genau wo wir gerade stehen. Ach ja. Gut, dann haben wir das Gespräch mit den Nahrungsmitteln durch. Ja, wir können... Über Essen kann ich immer reden. Ich weiß gar nicht, inwieweit das mittlerweile erforscht ist, wie gesund eine glutenfreie Ernährung für Nichtallergiker ist. Es soll nicht gut sein. Also was heißt, es soll nicht gut sein? Du entwickelst wohl, oder es kann passieren, dass du eine Glutenunverträglichkeit entwickelst, wenn du dich glutenfrei ernährst. Obwohl du keine hattest quasi. Quasi, weil dein Körper sich einfach dran gewöhnt, darauf irgendwie zu verzichten. Irgendwie scheinbar schon, ja. Wie äußert sich das bei dir eigentlich, wenn du was isst, was mit Gluten ist? Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen soll. Er ist kurz vorm Exitus. Nein. Ist es so heftig, oder? Nein, nein, nein. Also es ist halt... Er kann ein Gaskraftwerk betreiben. Okay. Genau. Kloschüssel und ich sind dann beste Freunde. Flatulenzen. Und ja, also auf Dauer würde ich es auf Dauer nehmen. Dann würde halt, also was es halt ist, es ist eine Autoimmunerkrankung. Und sobald ich es esse, greift mein Körper meine Zotten im Dünndarm an, die die Nährstoffe aufnehmen. So, und auf Dauer kann mein Körper dann keine Nährstoffe richtig aufnehmen oder zu wenig. Und dann äußert sich es halt wie so ein... Ganz kurz, das grenzt hier schon gerade mit ans Dümmste, was ich jemals gesehen habe, Kulti. Das ist doch der Standard, wenn man auf irgendwas wartet. Ja, eigentlich suche ich einen Baum, um den ich laufen kann, wie ein Sturmwind, aber... Guck mal, sieht aus wie ein Penis, der Baum. Ja, natürlich muss jetzt hier ein Murloc-Spawn mich angreifen. Warte, Chen, ich komme. Bei mir kann es ein bisschen länger dauern, ich bin nicht so schnell. Ja, und wie gesagt, wenn ich Pech habe, kriege ich halt dann so Darmkrebs und so Zeug. Also... Oh. Dann würde ich's immer essen. Ich finde das auch echt in Ordnung, dass es immer mehr Vegetarier und Veganer gibt. Echt? Aber was mir, ja, es stört mich, wenn es A, so Militante sind, die so ein bisschen wie die Zeugen Jehovas daherkommen und gleich meinen, ihre Meinung wäre die einzig wahre und beste und das, was ich mache, müssen alle anderen machen. Und B, was ich richtig schlimm finde, sind Modeveganer. Also die beispielsweise das nicht machen aus Überzeugung, sondern ja, ich mach's, weil es gerade cool ist. Ja, aber sie sagen ja, es wäre ja aus Überzeugung, bla, die armen Tiere. Aber ich finde, viele Veganer, Vegetarier sind Heuchler, aus dem Grund, dass sie zwar sagen so, ja, ich esse kein Fleisch und die armen Tiere, aber andererseits irgendwie so, keine Ahnung, so Klamotten aus Indien von Kindern hergestellt und ja. so Zeug, weißt du? So, das ist für mich ein bisschen Heuchlerei, so. Ich meine, okay, die kommen dann immer einen an mit, ja, irgendwo muss man ja anfangen, ja, das ist okay, aber nicht gerade unbedingt dann da, sondern eher bei der... Naja, man könnte ja auch einfach sagen, die Tiere sind mir mehr wert. Ja, keine Ahnung, also... Aber das will dann niemand sagen, ne? Ja. Aber jeder, ich meine, im Endeffekt soll jeder machen, was er soll, was er will. Ich habe auch zwei Freunde, die sind Vegetarier. Der jetzt eine. Nicht mehr. Was? Jetzt nicht mehr. Wieso? Was? Nee, weil du gerade abgelästert hattest. Ach so, ja. Pff. Das sage ich dir noch ins Gesicht. Okay. Wir kennen ja auch einen gemeinsamen Vegetarier. Ja, genau. Aber. Gabe? Also jetzt, der eine im Speziellen isst es halt nicht, weil es ihm nicht schmeckt, weil er keinen Bock drauf hat, so. Das soll es auch geben, dass Leute gibt, die auch, kein Fleisch mögen. Das ist mir auch einfach, also dann, er sagt so, ja, die Tiere sind ihm scheißegal. Ihm schmeckt es halt nicht. Ja, macht halt unbewusst was Gutes. Ja. Ich hab eine Krankheit für 10 Minuten? Ja. Gesundheitsregeneration um 50% verringert? Und Beweglichkeit um Stärke. Wollt ihr mich verarschen? Alles klar, ich schau da mal zu. Ist ja schlimmer als Wiederbelebungsnacht bekommen. Quest-Item, glaube ich. Nee, finde ich nicht. Nee.
Aber hier sind noch mehr. Aber Bären, dass wir mit Tieren schlecht umgehen im Allgemeinen, das ist ja nichts, was man leugnen kann. Warte, also warte. Massentierhaltung. Man muss hier diese Bärenfalle doch benutzen. Massentierhaltung. Damit hätte man ja den doch fangen müssen, oder? Den Moonstalker? Scheiße, jetzt habe ich die Falle gelegt. Ja, dann hol mal irgendwo einen Bär her. Moonstalker, hä? Warte, da drüben ist ein Bär. Kann man den pullen, einfach reinpullen und. Nee, der Rabbit Thistle Bier hätte da reingemusst. So. Moment, welche Quest war denn das? War Plucklands. Okay, der ist nicht. Ja, das war hier gerade so ein Rabbit Thistle Bier. Ach, den hätten wir fangen müssen, ja. Ja, dann warten wir. Ich habe hier die Falle liegen. Mal sehen, wie lange die hält. Da müssen wir das Vieh mal durchziehen. Weil hier steht. Hier steht, should you fail to capture a rabbit thistlebeer and lose your trap, return to Tarnarium Tree Tender and request another trap. Heißt, zurücklatschen, neue Falle holen, wiederkommen. Oh Gott. Ich will mal ein bisschen Kirschnerei. Welche Quest ist denn das? Plagued Lands. Die habe ich gar nicht. Echt nicht? Warte mal. Wobei, teilen geht eh nicht, weil du brauchst ja die Falle. Wo war die her, hä? Ich meine von der Dunkelküste, oder? Also ja. von Oberdin. Na toll. So. Geh doch nochmal zurück, Jin. Ja, scheiße, die Falle ist weg, wir müssen eh zurück. Ja, ich warte hier. Jo, komm, gehen wir mal. Wir holen uns noch ein paar IP-Chin. Jo, alles klar. Dann merken wir uns die Stelle. Ich meine, wir machen jetzt unterwegs eh nicht die mehr Quest allzu lange. Abgeben. Welche? Das müsste Bashalaran sein. Genau. Bashalaran? War das nicht in Surama? Nee, das ist doch hier der Ort, Bashalaran. Ach, Bashal. Bashalaran. Bashalaran, verstanden. Wird doch genauso geschrieben, nur mit BA noch vorne dran. Ja. Hier oben, ne? Ich sehe, bei mir heißt es Bashal auf der Map. Bashalaran. Ja, das kam jetzt erst dazu, als ich es discovered habe. Was wird mir denn hier angezeigt von Punkt? Brew Suite. Achso, kann ich eh nicht mitnehmen. Hier ist eine Quest. Objective complete. 8 Grell Earrings. Ah ja. Hey, level up. Hey. Stimmt, man kann wieder einen Punkt verteilen. Sehr nice. Ach guck mal, das sind schon die Grell von denen... wir die Dinger wahrscheinlich erbeuten müssen. Guck mal, da unten sind sie. Was macht das eigentlich nochmal? Achso, Rage. Also Wut. Oh mein Inventar ist schon wieder voll. Ich brauch unbedingt eine Tasche. 134er ja, Crit! Der hat ganz schön schnell hinter sich gehabt. Es war... ja. Alter, ich habe jetzt Hunger übrigens. Ja, 10 Minuten noch, dann sind wir durch. Mit dem ganzen dann haben Essen, wir, Rede, hab ich echt dann haben wir für diese Woche Hammers dann. Aber wir müssen am Freitag nochmal aufnehmen. Ja, schon. Klar. Ach, aber den Leidenstoff lootest du nicht, ja? Die loot ich nicht. Ja, den hab ich genommen. Keine Ahnung, ich habe mein Inventory ist voll. Ich habe halt immer noch keinen zweiten Rucksack. Ich habe halt immer noch den Standard. Ja. Oh, ich habe schon zwei. Ja, steckst dir eine. Ja, mache ich auch. Und verkaufst wieder für 25 Gold. Ja. Als ich es gelesen habe, habe ich echt kurz überlegt, wie geil es wäre, wenn das jemand gekauft hätte. Das war echt gut. Ja. Irgendwer so ganz verzweifelt, nichts ist mehr drin, aber ich brauche ganz schnell Leinenstoff. Ey, 25 Gold, weißt du, wie viel das war damals, ey? Ja, sehr viel. Also das müsste schon die Riesenverzweiflung schlechthin sein, ey, wenn da einer dann für das Geld Leinenstoff kauft. Das wäre irgendwie so, wie wenn du heute, weiß ich nicht, ein paar Sternlichtrosen für 200.000 aktuell kaufen würdest oder so. 20.000 oder so. Ja. Im Dreh. Guck mal, Satyr, aber die droppen das nicht, oder?
Oh. Jetzt gibt's Ärger. Ich bin ja hier, ne? Ponte. Kurz vorm Exitus. Field Bash. Gar nicht mitbekommen. Wo bleibt er? Thunder Armor. Was denn Thunder Armor, sagen, bitte? Kabasch, du bist echt ein Bär. Wieso? Nee, du hältst da gut was aus. Ja, weil ich mich gerade voll geheilt habe, während ihr die Akku hattet. Ich wäre fast abgenibbelt. Ich bin im Kampf mit 80 Leben reingegangen, weil ich nicht drauf geachtet habe. Verstehe. Was war das denn gerade schon wieder, Chin? Wo bist du denn lang geflitzt? Keine Ahnung. Dieser Charge ist so witzig. Oh, ich bin noch meilenweit weg. Die Aggro-Range ist echt heftig teilweise. Aber gut, wir brauchen ja eh die Erfahrungspunkte. Hallo? Bei mir. Oh, der Satyr. Das Bild? Ja, es hat geleckt. Immer noch. Jetzt geht's wieder. Ja, hier rechts ist noch ein Satyr, der mich will. Grill meinst du? Nee, da hinten, der Satyr noch. Ah, ich sehe ihn. Death Rill Satyr. Ist schon gut, dass wenigstens einer hier Schaden macht, ne? Ich glaube, wenn nur Chin und ich leveln würden, wäre das ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich so viel Schaden mache. Ja. Nur so 30er Hits. 30er Major? Ist der? Ja, aber du machst ja viele Hits. Weiß ich nicht. Ah, Mana-Trank. War das Eichhörnchen kaputt? Zack. Wow. Kann ich das Kirschen? Nee. Ich brauche übrigens noch 3 Stück. Kann ich das Kirschen? Ich brauche noch 3 Ohrringe und ihr? 5 Ohrringe. 2. Ah, hier ist was. Das sind doch, die Grell sind doch eigentlich so Dämonen, oder? Ja, das sind eigentlich Dämonen. Benutzen Schwerter? Kann ich gar nicht looten. Die sind aber auch echt hässlich, ne? Ich war immer ein Fan von Imps. Ich weiß auch nicht, ich fand die immer schon... Droppen gar keine Ohrringe mehr hier. Das sind wieder so Viecher, wo nicht jeder das Quest-Item dabei hat wahrscheinlich. Ja, vor allem, weil wir eh schon dreimal so sammle Bärenleber. Brauchen. Nee, der Bär hatte keine Leber. Der Bär hatte keine Also bei Tumoren, ne, wie vorhin, da kann man das ja irgendwo noch verstehen. Aber vielleicht haben nur die coolen von den Ohrringen, ne, die Hipster-Grills oder die so. Die Hipster-Grills. Pass auf, da kommt gleich einer mit dem Jutebeutel. Boah, die Satyr haben echt eine mega Aggro-Range. Ja. Da schaust du nur über den Hügel. Kurz mal looten. Der hatte Fleisch. Ja, das konnte ich nicht looten. Ich hab's gelootet. Ball voll. Seht ihr gerade noch welche? Auf der anderen Seite von dem. Er ist eh gepult, ne? Dieser Tür haben eine ziemlich krasse Aggro-Range. Gegenüber von der Grube waren noch welche oben. Sprint. Habe ich nicht. Spell is not ready yet. Lalala. Ein Ohrring. Aber ja, es wird, ne? Stufe 13. Komm unserem Ziel. Langsam, aber sicher näher. Was ist denn unser Ziel? Keine Ahnung. T2 voll. Egal was für ein Ziel, wir kommen dem langsam näher. Ja, ich Tier bin ja mal 2 gespannt, wäre geil. Wir haben ja gesehen, dass die, kann man sagen, Entwickler, auf jeden Fall die Betreiber, einen PTR-Server aufgesetzt haben mit dem Naxxramas-Patch jetzt. Ui. Aber ich glaube nicht, dass wir Stufe 60 sind, bevor der drauf ist. Lass mal Nax raiden dann. Ja, müssen wir erstmal ganz unten anfangen, ne?
Sind ganz unten, ey. Ist gerade schon noch so Gosse, ja. Ich brauch immer noch 5. Ja, ich habe auch erst seitdem einen jetzt gerade gelootet. Es wäre irgendwie geil, muss ich sagen. Okay, jetzt bin ich fertig. Mit 40 Leuten oder so das Ganze halt mal wieder zu machen. Ja, leider. Auf der anderen Seite. Oh, 108er Crit, ey, ins Gesicht. Ja, ich hab's gesehen, hast du aber aus dem Leben ins getreten. Ins Gesicht, ey. Aber erstmal 60 werden und dann equippen und noch eine Gilde dafür haben. Dafür, dass wir einmal die Woche spielen. Ja, dann machen wir einfach Hardcore Classic Raid. Genau. Jeden Abend Livestream. Auf dem Live-Server noch was zu. Ja. Ist ja nicht so, dass wir auf dem Live-Server noch was zu tun haben. Ach, das quitten wir einfach. Ja. Kostet ja auch nur Geld, ne? Ja, eben. Kann man 13 Euro im Monat, ey. Dafür ja, tun sie es. Ich eigentlich. Das war aber der Standard-Joker. Wissen, warum nervst du meine Klasse? Wofür zahle ich 13 Euro im Monat? Ah. Jo, komm so zurück. Geil. Und dann kommt immer, dann höre ich auf zu spielen, beende mein Abo und beim nächsten Patch schreibt er wieder was. Ja. Wurde auch Zeit, dass ich meine Klasse bufft. 7 von 8. Jill ist schon fertig, oder? Ich bin fertig. Na, Kulti ist das heute immer, der hinterherhängt. Keins. Fertig? Nee. Warum kritte ich am Ende, kurz bevor er stirbt, denn? Für 75? Da oben kann man noch irgendwas looten. Hier ist einer. Ja, das sind die Sachen, die ich nicht looten kann. Mein Inventory ist voll immer noch. Hier ist gar nichts drin in dem Typ. Ja, das ist ja noch schlechter. Leidenstoff. Oh, hier ist einer. Yep. Hast du? Ja. Der Messer fliegt aber auch im Matrix-Style. Ja, ja. Lief letztens, glaube ich, übrigens, der letzte Matrix-Style. Hab ich gesehen, ja. Als ich durchgeschaltet habe. Auch die letzte halbe Stunde oder so habe ich dann noch geguckt. Fand das Ende damals cool, muss ich sagen. Ja, ist okay. Hat mir gefallen. Bei der erste Teil schon deutlich besser war. Ja. Ich fand den ersten gar nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Doch, doch. Auch für damalige Verhältnisse, ich war schon echt geflasht von dem Film. Schon wieder ja, WoW-Fehler. Klar, wenn man ihn einzeln betrachtet, aber wenn man das als die Trilogie sieht, dann war er für mich halt irgendwie nur geschichtlich der Einstieg für das Ganze. Ja, ist ja meistens bei einer Trilogie so. Deswegen hoffe ich, dass hier Warcraft-Film, dass der nächste soll ja kommen. Ich finde, die Warcraft-Filme müssen gar keine zusammenhängende Geschichte erzählen, sondern jede kann auch eine eigenständige Geschichte erzählen. Ich meine, du hättest so viele Charaktere, die du irgendwie porträtieren könntest. Zum Beispiel Arthas. Ich meine, ist ja mitunter der beliebteste und bekannteste. Der Aufstieg des Lichtkönigs oder so. Selbst wenn du kein WoW-Fan bist, aber sie das richtig umsetzen und da vielleicht einen Zweiteiler draus machen. Na, Chin ist rausgeflogen, sehr schön. Ja, da kannst du halt richtig viel draus machen aus der Geschichte. Das stimmt. Warten wir mal kurz, ob er wiederkommt. Auf der anderen Seite haben wir unser Tagesziel, sag ich mal, erreicht von der Zeit her. Komm, hau mal noch einen Grell, während der nicht User da ist. Gibt ein paar IP. Ja, da ist er leider wieder. So, leider. Sorry. Baby. Bist die du ganze noch Zeit Spiel, gerade mit oder? Ich habe die ganze Zeit mit nee, ich habe die ganze Zeit mit dir geredet und ich dachte, hä, warum redest du mir rein und reagierst nicht auf das, was ich sage und dann auf einmal ja, du leckst aber immer noch gerade, ne? Ja, okay. Ja, wir können aber macht auch nichts. Aufhören, ne? Eben, weil wir haben unsere Zeit eigentlich voll. Und dann können wir am Freitag weiter aufnehmen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall an der Stelle sehr fürs Zusehen. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.